Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Remnant 2. Auch der zweite Part vom heutigen Tag. Ne? Das Video kommt um 19 Uhr. Jeden Tag ab jetzt. So, die Karte öffnen wir so mit dem Touchpad. Primäres Ziel. Also die blauen sind freundliche Kontakte. Er hält sich in der Lagerhalle auf. Dann ist das wohl dieses unerforschte Gebiet dort. Ja, guck mal, es wird mir auch angezeigt. Okay. Das steht nicht zur Diskussion. Gehen wir mal hoch. Du bleibst. Das ist mein letztes Wort. Ich kann mich nicht erinnern, dich um Erlaubnis gebeten zu haben. Nicht. Darüber reden wir später. Geh mir aus dem Weg. Sympathisch. Oh, wen haben wir denn da? Ah, der Fremdling. Natürlich. Wallace sagte, ja, genau zum richtigen Zeitpunkt. Es tut mir leid, dass du das sehen musstest. Aber du kennst das sicher. Familien streiten sich. Andrew Ford. Gut, deine Bekanntschaft zu machen. Bist du der Ford, den wir im ersten Part gerettet haben? Höchstpersönlich. Dachte, du wärst... Sie sagen, du seist hunderte Jahre alt. Ich bin mir sicher, dass du viele Fragen hast. Und ich muss dich um einen Gefallen bitten. Also los, du zuerst. Wenn du derjenige bist, der den Ort gebaut hat, wie kannst du denn noch leben? Das ist eine zu lange Geschichte, als dass ich sie jetzt erzählen möchte. Bleiben wir bei der Sache. Weißt du, wie einige Dinge, die man trinkt, betrunken machen? Und einige Dinge, die man isst, krank und schläfrig? Nun, wiederum andere Dinge tun dies. Es ist eine große Welt da draußen. Das ist nicht wirklich eine Antwort. Es ist eine großartige Antwort, nur keine ausführliche. Okay, dann war's das erstmal. Okay, Fremdling, deine Fragen sind beantwortet. Jetzt bin ich dran. Ich brauche eine fähige Person, die einem alten Mann wie mir aushilft. Sprich mit Wally. Du findest ihn bei den Docks. Rüste dich danach aus und triff mich vor dem Tor der Station. Ich werde dir eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte. Ich will aber keine Geschichte hören, ich will Action. Was soll ich jetzt machen? Ich sollte vor unserer Reise zur alten Station mit Wallace reden. Oh. Zoomen kann man nicht, okay. Schade. Dann geh mal runter hier. Smooth. Wo ist denn der Wallace? Gute Frage. Wie bist denn du jetzt hier hingekommen? Da ist auch noch so ein unerforschtes Gebiet. Wir gehen mal dort suchen. Da finden wir ja was. Nein? Aber er kommt auch hier nach unten. Muss ich aber mit ihm zusammenlaufen, oder wie läuft's? Du willst gleich loslegen, was? Ha, das gefällt mir. Aber erst musst du mit Wally reden. Vorher bist du keine Hilfe. Ja, aber wo ist er denn? Das würde ich ja gerne wissen. Wo ist denn dieser Wallace? Steht ja nirgends. Das orange Ausrufezeichen wäre ja primäres Ziel. Aber das ist irgendwie nirgends. Muss ich den jetzt einfach finden, oder was?
Du siehst nicht wie ein Wallace aus, du. Hallo! Gut zu sehen, dass du bist Wriggler, hä? Aber alle nennen mich Rix. Ich sag, wo wir gerade davon reden. Wir helfen uns hier alle. Okay. Weißt, wo du mich findest. Du bist der Falsche. Geh nochmal hier nach oben. Geht sie irgendwo noch rein? Darüber werde ich jetzt nicht reden. Ja, okay. Ich will nur wissen, wo dieser Wally ist. Mehr brauche ich ja gar nicht. Herrgott, nochmal. Komplizierte Menschen hier. Ah, suchst du nach Wallace? Er hat einen Platz bei den Docks. Von da aus kann er alle im Blick behalten. Ein Platz bei den Docks. Hallo? Hey, weg von meinem Eintopf! Wer was? Bist du? Nein, so. Was? Nee, ich hab keine Fragen. Man sieht Wer bist du? Da. So viele neue Gesichter. Willkommen, Fremdling. Ja, du bist auch nicht der, den ich suche. Ah. Lass von dir hören. Ah, guck mal, da oben ist er. Haben wir ihn doch noch gefunden, den Wallace? Erinnert mich irgendwie immer an William Wallace von Age of Empires. Frag mich nicht warum, aber er erinnert mich einfach daran. Wegen dem Namen halt. Ich sehe dich, Fremdling. Ja, ich sehe dich auch. Wartet dich. Wobei es ihm wahrscheinlich nicht ganz bewusst ist. Er denkt, er braucht Hilfe, aber sie ist diejenige, die Hilfe braucht. Du weißt es. Und auch wieder nicht. Entschuldige, ich sollte nichts sagen. Die Dinge werden kompliziert, wenn ich sie verrate. Ich bin Wallace. Habe ich das schon erwähnt? Wahrscheinlich. Die Sicht, weißt du. Entschuldige, das habe ich wahrscheinlich auch schon gesagt. Ja, darf ich Fragen stellen? Du hast einen Weg zu gehen. Du wählst hier den ersten Schritt. Aber dein Weg kann sich ändern, wenn du es möchtest. Ah, jetzt kann ich die Klasse auswählen. Okay. Doktor. Jäger. Das ist etwas, was ich cool finde. Draufgänger. Ist auf Nahkämpfe spezialisiert. Helfer. Ich glaube, Jäger ist auf Fernschaden, Präzisionsschuss und das Markieren von Gegnern spezialisiert. Einerseits ist das cool, aber der Draufgänger auch. Aber ich glaube, ich nehme den Jäger. Ja. Ja, das macht wirklich Sinn. Gut, dann gehe ich mal. Dein Weg erwartet dich. Sag Brabus und McCabe, dass ich dich geschickt habe. Sie haben, was du benötigst. Sie sind der nächste Schritt auf deiner Reise. Auf Wiedersehen, Fremdling. Auf Wiedersehen. Gut, muss ich zu Brabus und McCabe. Guck mal, jetzt habe ich hier beim Archetype habe ich was. Bei den Eigenschaften ist nichts dazu gekommen. Fähigkeiten. Verbessert die räumliche Wahrnehmung des Jägers, indem eine Aura aktiviert wird, die automatisch markiert auf alle Gegner im Umkreis von 35 Metern anwendet. Dabei erhält der Jäger auch 15% erhöhten Fern- und Nahkampfschaden für 25 Sekunden. Eine Minute Abklingzeit. Okay. Hauptattribut. Das Verursachen von 65 Schwachstellen Basisschaden im Fernkampf verlängert die Dauer aktiver Jägerfähigkeiten um 2,5 Sekunden. Kann den Timer über seine ursprüngliche Dauer hinaus verlängern. Okay. Hier habe ich natürlich noch neue Sachen fürs Inventar. Gut. Dann suchen wir mal die anderen Kollegen. Rabus und Ava McCabe. Wo auch immer die sind. I don't know. Das Gefühl... Ja, ich wollte gerade sagen, die Ava McCabe könnte die hier drin sein, wollte ich gerade sagen. Ja, die Mechanikerin. So. Gott verdammt nochmal. Wally hat mich geschickt. Shit. Das meinst du ernst, oder? Na gut. Also, was zur Hölle hat es mit dieser Reise auf sich?
Ja, ich weiß es nicht. Eins kann ich dir sagen. Wenn der Junge nicht verdammt nochmal ständig recht hätte, dann hätten er und ich einen verbalen Schlagabtausch. Gut. Nun, der einzige Grund, warum mich die Leute belästigen, ist, weil ich weiß, wie man mit einem Hammer umgeht. Also, entweder modifiziere ich deine Waffen damit, oder wir finden eine kreativere Verwendung. Ich sag dir was. Ich habe gehört, dass du vorhin etwas Seltsames bei deinem kleinen Ausflug aufgehoben hast. Vielleicht kann ich etwas damit anfangen. Okay, du kannst bei NSCs in der Welt und in Station 13 neue Gegenstände wie Waffenmods, Bosswaffen, Rüstungen und vieles mehr herstellen. Okay. Was kann ich denn herstellen? Heilender Schuss. Na, Waffenmod. Startet eine Sprengladung, die beim Kontakt mit Verbündeten explodiert. Schuss der Erschütterung. Fördert eine konzentrierte Luftexplosion durch alle Ziele innerhalb von 8 Metern. 155 Schaden und vierfache Stoßwirkung. Krähen, das ist so eine Falle am Boden. Brandmunition, mit Feuer versehene Munition, wodurch der Fernschaden um 15% erhöht wird. Dauer 20 Sekunden, verursacht zudem Brennen, was 200 Schaden innerhalb von 10 Sekunden verursacht. Erforderliche Mod-Energie 1250. Ich glaube, das hier ist besser, weil du kannst sie dann eventuell umhauen, wenn die in der Nähe sind, was, wenn du ein Jäger bist, gut sein kann. Daher stellen wir das mal her. Kaufen. Ich könnte die Sachen auch kaufen. Verkaufen muss ich nichts. So, das sollte bei jeder Reise helfen, auf der er dich gesehen hat. Sag Wally einfach, dass er das nächste Mal konkreter sein soll, ja? Dann sind wir hier wohl fertig, richtig? Oder brauche ich meinen Hammer nochmal? Nee, ich habe keine weiteren Fragen. Die besten Neuigkeiten. Dann tschüss. Pass auf, ärgert mich ein. Also, ich mache dir einen Vorschlag. Du findest etwas Interessantes da draußen, bringst es zu mir und ich werde sehen, ob ich es als Mod für deine Waffen verwenden kann, okay? Siehst du, das war doch nicht so schwer. Ich bereue das alles jetzt schon. Ja, ja. So, dann müssen wir noch zu Brabus. Mal gucken, für was er so gut ist. Ja, du bist ja eine richtige Matschsperre. Der Junge, der zu der Saat spricht? Ich traue Wally nicht ein Stück. Aber ich bin auch nicht dumm genug, ihn wütend zu machen. Ich vermute, er sagte nichts Genaueres. Er sagte, du wüsstest, was ich brauche. Klar, der Junge ist irre, aber er ist nicht dumm. Und wie ich sehe, ist deine Ausrüstung ausbaufähig, um es freundlich zu formulieren. Wenn er fragt, dann sag ihm, dass ich dir das hier gegeben habe. Kostenlos. Rix wird mir die Ohren voll jammern. Neues Gewehr. Eine neue Pistole. Geh also zu Rix. Sag ihm, dass er machen kann, was auch immer er will. Und ein Schwert. Das ist nice. Zeig mal her hier. Hab ich's ausgerüstet? Ist es noch nicht, ne? Ist nur, doch, es ist ausgerüstet. Die kann ich auch modifizieren, die Waffen. Für das ist dann wahrscheinlich Rix da, um die Waffen zu modifizieren. Was kann ich für dich tun? Ich schätze, er hat nicht gesagt, warum? Er sagte nur, ich soll dich treffen. Nun gut, ich habe meine Spezialisierungen. Ich denke, ich weiß, was er meint. Komm zu mir, wenn du deine Ausrüstung verbessern willst. Okay. Ausrüstung verbessern. Kann hier Waffen aufwerten. Mit Altmetall und Eisen. Dann mache ich doch gleich mal das Gewehr. Gut. Pass da draußen gut auf dich auf. Mach ich. Muss ich wieder zu Ford gehen. Das heißt, okay, ich bin wohl ready für die nächste Mission. Munition habe ich halt nicht so viel, aber die kriege ich dann wahrscheinlich, wenn ich die Monster der Saat erledige. Wir werden es schon rausfinden. Du
siehst aus, als ob du für alles bereit bist. Also, sollen wir beide herausfinden, was da unten ist? Wir können los. Dann sollten wir keine Zeit verschwenden. Hier entlang. Ich bin gespannt. Riecht noch immer nach zu Hause. Hier, nimm schon. Einfach kurbeln, dann funktioniert sie. Das war früher eine Forschungseinrichtung. Erste Klasse. Wir haben hier unten Dinge vollbracht, von denen andere nicht mal träumen würden. Weder damals noch heute. Doch obwohl wir jede Menge gutes Personal hatten, hatten wir keine Ahnung, was die Steine wirklich waren, bevor es zu spät war. Die Steine? Die Weltensteine. Riesige rote Kristalle, die uns andere Welten sehen lassen. Oder sogar Reisen dorthin ermöglichen. Hätten wir also die Steine einfach verstecken und hoffen sollen, dass die Sowjets keine gefunden haben? Nein. Wir mussten alles über sie herausfinden. Es war eine Frage der nationalen Sicherheit und des Stolzes. Also, ja. Wir haben die Tür geöffnet und sind durchgegangen. Aber auf der anderen Seite hat etwas gewartet. Es begann nicht sofort. Die Einwohner der Welten, zu denen wir gingen, konnten uns nicht folgen. Wir dachten, wir wären sicher. Und doch fand die Saat einen Weg. Danach, nun ja, wir wissen alle, was danach geschah. Ja, was geschah dann? Abgeschlossen, wie? Nun, das ist mein Haus. Komm, ich habe Alan ein paar Dinge für den Notfall gegeben. Sie muss sie hier irgendwo versteckt haben. Jetzt rennt er plötzlich. Wo hast du sie versteckt? Muss ich suchen, oder was? Na dann. Oder auf der anderen Seite. Hinter dem Bild vielleicht? Aha. Streichholzschachtel. Das rote Ding. Wir nennen es Drachenherz. Frag mich nicht, warum. Nimm es mit. Vielleicht kannst du es brauchen. Aber nur vielleicht, ha? Hey, sieh dir die Streichholzschachtel an, die du gefunden hast. Ich habe da eine Vermutung. Okay. Inspizieren. Vielleicht irgendwo... Aha. Hör dir zu, dass wir diese Tür aufbekommen. Wir können hier nicht den ganzen Tag herumstehen. Schlüssel von Station 13. So, nimm das Ding. Was? Ist es der... Der Weltenstein. Ja. Oder zumindest ein Teil davon. Jeder Splitter ist so nützlich wie das Gesamte. Nachdem Haskard starb, haben wir ihn stillgelegt. Wie ich Alan damals sagte, das verdammte Ding ist gefährlicher als nützlich. Ha, natürlich nicht. Egal. Nun, mal sehen, ob es funktioniert hat. Ob was genau funktioniert hat? Was zur Hölle? So viele Jahre. So viele Reisen.
Ich frage mich, ob Andrew Ford, der diesen Kristall als erster berührte, je zurückgekehrt ist. Geh zurück. Bo soll diesen Ort versiegeln. Er soll ihn nicht nur unzugänglich machen, sondern ihn mit Sprengstoff unter einem Grab aus Stein beerdigen. Gefährlicher als nützlich, Fremdling. Vergiss das ja nicht. Ford? Ford! Ford! Oh Mann. Bo wird echt angepisst sein. Dieser Bastard hat's geschafft. Er hat ihn wirklich erweckt. Clementine? Hey! Hat er dir gesagt, wie man ihn verwendet? Will ich das überhaupt? Ein Systemausfall droht. Der Kern wurde kompromittiert. Die Versorgung ist erforderlich. Beginn der Übernahme. Nicht. Oh, fuck. Ich bin so ein Idiot. Na, jetzt geht's aber ab, du. Dieser Sitzung kann jetzt beigetreten werden, okay? Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich sage danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag, macht's gut. Tschüss.